Linda Sinclair war eine erfolgreiche Englischlehrerin an einer Highschool. Sie war 45 und noch immer unverheiratet, ohne Aussicht auf Veränderung. Ihr Leben verlief in geordneten Bahnen. Ich habe Gutscheine. Mit Disziplin, Sparsamkeit, kleinen Peinlichkeiten, bescheidenen Hoffnungen. Oh, ich bin okay. Und vielen Enttäuschungen. Sie lebte allein in Kingston, Pennsylvania, nicht weit von ihrem Elternhaus. Sie brauchte keinen großen Luxus. Stattdessen genoss sie die kleinen Dinge des Lebens. Und obwohl ihr Leben trist klingen mag, versichere ich Ihnen, dass Miss Linda Sinclair nichts dergleichen war. Sie war eine leidenschaftliche Frau, eine Romantikerin. Und sie war allein. Ihr ganzes Leben hatte sie alleine verbracht. Als Kind fand Linda Zuflucht in ihren Büchern. Die großen Werke berührten sie tief, verursachten in ihr einen unbändigen Nervenkitzel, der die alltägliche Welt umso trostloser erscheinen ließ. Sie sah keinen Sinn, sich an diesem kindischen Streben zu beteiligen. Und ihr geringes Interesse an den banalen Aktivitäten ihrer Mitmenschen führte sie, dank ihres intellektuellen Einfühlungsvermögens, zu ihrer wahren Berufung. Sie wollte dafür sorgen, dass das Feuer der Leidenschaft für gute Literatur auch in den Köpfen der Jugend entflammt. Sie schulte ihre Zöglinge. Wie verändert sich das Konzept der Gemeinschaft, wenn es vom Einzelnen gefördert wird? Bewertete ihre Ansichten. Melissa? Ihre Schüler verehrten sie. Aber ihr kompromissloses Wesen, so sehr man es in der Schule bewunderte, verdammte sie im Privatleben zu einer alten Jungfer. Linda? Hi. Hallo. Don, schön, dich kennenzulernen. Und mich auch. Entschuldige. Alles in Ordnung. Oh, ich sehe schon, du hast ohne mich bestellt. Oh, das tut mir leid. Nein, ich bin nicht beleidigt. Ich wollte nur lustig sein. Wie sollte sie ein Vorbild für ihre Schüler sein, wenn sie sich mit dem Erstbesten zufrieden gab? Ich bin jetzt arbeitslos und an und für sich ist das wirklich, wirklich toll. Ich habe viel Zeit, ich trinke kein Bier mehr, ich lasse meinen Bart wachsen und als ich mich scheiden ließ, war von ihm nichts zu sehen, aber jetzt kann ich ganz ich selbst sein. Und ich glaube, ich trinke jetzt dein Bier. Sie sehnte sich nach einem sensiblen, rücksichtsvollen Mann. Verdienst du wirklich 35, 40.000 Dollar im Jahr und kannst nicht gekündigt werden? Nur weil du den Kindern zeigst, wie man in die Hände klatscht und im Kreis läuft? Ich denke, um Sport sollten sich wirklich die Eltern kümmern, oder? Was unterrichtest du nochmal? Französisch? Nach einem sanften und trotzdem reifen Mann. Das System funktioniert so nicht, Linda. Es schreit nach Luft. Und weißt du was? Lass es sterben. Ein gesunder Menschenverstand. Hi. Danke. Könntest du das übernehmen? Ich bin etwas knapp bei Kasse. Danke, Linda. Am Ende hatte Linda die Nase voll von Männern. Warum leben wir nicht wie die Indianer damals? Verstehst du? Du gibst mir einfach ein Stückchen Mais und... Sie liebte ihre Arbeit und verdiente ihr eigenes Geld. Labern, labern. Was für ein Land. Das war genug. Und falls es ein tragisches Ende mit unserer lieben Miss Sinclair nehmen wird, soll es so sein. Denn wenn Literatur sie eines gelehrt hatte, dann das. Wahre Liebe macht einsam. Und man sollte immer auf der Hut sein vor der gefährlichen Welt da draußen. Hey! Au! Fuck! Oh! Oh, fuck! Ich bin's, Jason Sherwood! Ich war in ihrer Klasse 2006! Jason Sherwood? Ja! Was machst du denn hier? Ich dachte, du lebst in New York. Nein, jetzt nicht mehr. Es tut mir so leid. Oh, komm, ich fahre dich ins Krankenhaus. Nein, das geht ich schon. Ich stehe darauf. Ich bringe dich zum Notarzt. Nein, Gott, bitte, nein. Mir geht's gut, tut mir leid. Ah, mein Dad arbeitet im Krankenhaus und ihn will ich wirklich nicht sehen. Okay, dann bringen wir dich nach Hause, in Ordnung? Gott, das brennt wie die Hölle, mein ganzes Gesicht brennt. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Komm, mein Auto steht da drüben. Oh Gott, wer braucht heute in Kingston noch Pfefferspray? Ich
habe ein sauberes Tuch im Kofferraum. Soll ich schnell anhalten? Nein, das ist okay, das reicht schon. Es tut mir wirklich so sehr leid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Es war mein Fehler, ich hätte Sie nicht so erschreckt. Nein, nein, du wolltest nur nett sein. Ich hätte dich gleich erkennen müssen. Jason Sherwood, was machst du wieder hier in Kingston, Pennsylvania? Ich dachte, du würdest den Broadway aufmischen. Ja, nicht wirklich. Ach, du weißt doch, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Kein Schüler konnte besser schreiben als du. Und was machst du momentan? Erzähl, das Letzte, wovon ich gehört habe, war die Teilnahme am literarischen Workshop. Dramaturgisches Schreiben. Ja, ich habe meinen Abschluss vor ein paar Jahren gemacht. Und? Mach es nicht so spannend. Nichts und. Das war's. Ich habe lang genug geschrieben. Was meinst du damit? Ich meine, das war's. Ich hab mein Abschlussstück geschrieben. Eine gefühlte Ewigkeit. Aber was weiß ich, ich habe daran geglaubt. Natürlich hast du das. Und was dann? Also ich habe versucht, einen Produzenten zu finden. Ich habe all meine Kontakte genutzt. Erfolglos. Verstehe. Hier können Sie gerade ausfahren. Ich wohne vorübergehend bei meinem Dad. Und was sagt er zu all dem? Ich glaube, Sie wissen nichts über meinen Dad. Doch, ein bisschen. Er geht in mein Fitnessstudio. Oh, wie witzig. Er sagt, ich soll Jura studieren. Oh nein. Ja, das wird dann wahrscheinlich meine Zukunft. Oh, Jason. Ich kann nicht schreiben. Ehrlich, es macht mich richtig fertig. Außerdem muss ich anfangen, was zu machen. Etwas Richtiges. An der nächsten Kreuzung, bitte links. Genau hier. Home sweet home. Dankeschön. Es tut mir so leid. Oh, schon okay. Machen Sie sich keine Sorgen. Jason, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich würde dein Stück liebend gern lesen. Ja, sicher. Ich kann es Ihnen vorbeibringen. Alles klar. Ja? Okay. Bye, Miss Sinclair. Dankeschön. Bye. Es ist die beste und zugleich die schlimmste aller Zeiten. Zeit für eure Aufsätze. Jetzt, wo ich von allen weiß, dass ihr sie gelesen habt, die Fabel aus zwei Städten, können wir über den Tod von Sidney Cartons sprechen. Warum tauscht er sein Leben mit einem Mann, der zum Tod durch die Guillotine verurteilt ist? Warum, glaubt ihr, opfert er sich selbst? Fallon? Ich denke, es ist echt cool, weil er es für Lucy macht. Obwohl sie einen anderen geheiratet hat, liebt er sie so sehr, dass er stirbt, um ihren Ehemann zu retten. Es ist total selbstlos. Sehr schön. Ja? Miss Sinclair, haben Sie jemals etwas geschrieben, eine Erzählung oder ein Theaterstück? Nein. Nein, ich schreibe nicht. Ich bin belesen. Das muss es auch geben. Ich denke, man ist dann ein richtiger Künstler, wenn man der menschlichen Erfahrung Worte verleiht. Ja, Will? Ja, tut mir leid. Aber wenn Dickens so ein toller Künstler war, wie man behauptet, hätte er doch ein Ende schreiben können, wo der Typ sich nicht umbringt. Ich glaube, du hast nicht verstanden. Sidney Cartons Tod ist, wie Fallon sagte, ein selbstloser Akt. Für ihn ist die Tatsache eine Erfüllung, dass er für einen guten Zweck stirbt. Das ist etwas, das die Menschen zu Dickens Zeiten verstanden haben. Heute haben wir den Bezug zu klassischen Tugenden verloren, wie Ehre, selbstloses Handeln, die Reinheit der Liebe, die keine Gegenleistung verlangt. Oh, hi. Oh, mein Gott. Entschuldigung für die Störung. Nein, 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 komm doch rein. Alle werden sich freuen, dich kennenzulernen. Bitte, nein, bitte. Nein. Ihr Lieben, ich habe eine Überraschung für euch. Das ist Jason Sherwood. Er ist ein ehemaliger Schüler und ein Absolvent der Literarischen Theaterschule an der Uni. Und ich bin sicher, ihr alle erinnert euch noch an die wunderbare Geschichte Der unsichtbare Platz. Oh. Tut mir echt leid. Ich wollte das hier nur abnehmen. Oh, das ist fantastisch. Du bist herzlich willkommen, ja, mitzumachen. Oh, schon okay. Ich werde wieder gehen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, Miss Sinclair als Lehrerin zu haben. Ich hatte einige großartige Englischlehrer an der Uni, aber sie ist eine der besten. Dankeschön. Bye. Bye. Okay, ich geb's zu. Ich habe ihn dazu bestochen. Also weiter. Selbstlose Aufopferung. Sherwood? Ja. Ich habe heute Ihren Sohn gesehen. Ich bin Linda Sinclair. Ja. Ich war Jasons Englischlehrerin. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Jason ist wieder zu Hause. Er hat mir alles über New York erzählt. Sehr schade. Nun,
Ich denke, er war an einem Punkt angelangt, an dem er wusste, dass es ihn nirgendwo hinführt. Das ist ganz normal. Aber es wäre schade für ihn, wenn er das Schreiben aufgeben würde, weil er so talentiert ist. Aber es ist ein sehr, sehr harter Job, wissen Sie? Nicht jeder ist dafür gemacht. Ich bin gespannt, sein Stück zu lesen. Hat er es Ihnen gezeigt? Ja, ich freue mich sehr, es zu lesen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Da bin ich sicher. Mochten Sie es denn? Um ehrlich zu sein, nicht so sehr. Machen Sie es gut, Mrs. Miss Sinclair. Miss Sinclair. Natürlich. Hallo? Hallo, ich rufe vom Meinungsforschungsinstitut. Nein, danke. Bitte streichen Sie mich von der Liste. Das dauert mal eine Sekunde. Haben Sie vielen Dank. Warten Sie. Ma'am? Miss Sinclair, für was es auch gut sein mag, hier ist der Kokon. Jason. Linda Sinclair, habe ich dich geweckt? Was? Nein. Hi. Hi. Wie geht's so? Was gibt's? Ich habe dein Stück gelesen. Haben Sie? Es ist fantastisch. Sie mögen es? Ich liebe es. Es ist atemberaubend. Ich bin seit einer halben Stunde nur am Weinen. Ernsthaft? Machst du Späße? Mit diesem Ende? Wie kannst du überhaupt ans Jurastudium denken? Du gehörst nach New York. Es ist nett, dass Sie das sagen. Nein, ich bin nicht nett. Ich bin ehrlich und ich könnte es nicht ertragen, wenn es nicht aufgeführt wird. Ja, das geht mir genauso, aber so ist das nun mal. Wissen Sie, das ist schon okay. Ich werde Anwalt. Ich muss nur loslassen. Aber wenn da ein Weg wäre, es zu zeigen, jetzt sofort, hättest du Interesse daran? Ich meine, ernsthaft. Es gibt keinen. Kennst du noch Carl Capenis? Mr. Capenis, der Theaterlehrer? Jason, bitte. Er ist ein guter Freund. Sorry, Capenis. Er beschwert sich immer wieder darüber, dass er Jahr für Jahr das Gleiche aufführen muss und, ich werde ihm dein Stück geben. Ja, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Wenn er auch dein Stück liebt, wovon ich absolut überzeugt bin, dann gibt es eine echte Chance für eine Aufführung. Sie meinen, an der Highschool? Mhm. Verdammt nochmal. Mit ihm als Regisseur? Richtig. Okay, wir wissen beide, dass er ein Hitzkopf sein kann. Aber man kann sagen, was man will. Dieser Mann versteht was von Theater. Linda, bist du da drin? Entschuldigung. Linda! Carl, kannst du bitte kurz warten? Ich kann nicht warten. Was ich hier gelesen habe, übertrifft bei weitem alles. Hast du verstanden? Ja, ich höre dich. Beeil dich. Ich höre, alles klar. Oh, Linda. Oh, es hat dir gefallen? Gefallen? Es ist meine Geschichte. Dieser Junge hat sie für mich geschrieben. Ich wusste es. Ich habe es genauso empfunden. Ganz klar. Die Story ist wie ein Urphänomen und hat deshalb universelle Anziehung. Sehe ich auch so. Aber es ist außergewöhnlich. Ich fühle mich wie verwandelt. Warte, wir sollten das als Überschrift benutzen. Der Kokon wird sie verwandeln. Punkt. Für immer. Ausrufezeichen. Linda, ich werde etwas Fantastisches daraus machen. Oh, ich habe schon alles vor Augen. Für das Bühnenbild denke ich an eine neodeutsche, expressionistische Gestalt. Aber farbenfroh und lustig. Und die Besetzung habe ich auch. Halle Anderson wäre die ideale Hauptrolle. Oh, ja. Und Sheila Nussbaum, die irische Stiefmutter. Ach, sie trifft genau den Dialekt. Das Timing könnte nicht besser sein. Dieses Jahr bin ich mit einem Haufen talentierter Schauspieler gesegnet. Glaubst du wirklich, dass wir es schaffen können? Oh, das können wir. Und wir müssen. Merkst du es nicht? Ich bin ein künstlerischer Zombie, laufe leblos durch dieselben alten Aufführungen, Jahr für Jahr für Jahr. Momentan wollen Sie wieder mal ernst sein, ist alles reinnehmen. Zum fünften Mal. Dem alten Schinken soll ich wieder Leben einhauchen. Wie soll ich das noch nach diesem Meisterwerk?
Das ist wie O'Neill trifft Kafka mit Spielberg. Und dann gehen sie gemeinsam in eine Bar. Es ist frisch. Es ist neu. Es wird nicht aufgeführt werden. Und weshalb nicht, Phil? Weil es einfach kein Highschool-Stück ist, Carl. Woher wollen Sie überhaupt wissen, was sich dafür eignet und was nicht? Ich hatte 38 Produktionen. 38 in 19 Jahren. Ich denke, ich verstehe was davon. Keiner zweifelt hier daran. Alles, was er sagen will, ist... Phil wäre glücklich, wenn wir immer zu unserer Stadt spielen würden. Entschuldigt, ich mag unsere Stadt. Ich glaube, es ist musterwürdig. Jeder hier mag es. Nur für mich. Ich dachte, wir machen diesmal ernst sein, ist alles als Aufführung. Ich liebe es. Judy, weitere 2 Monate mit dieser seichten Salonkomödie und ich schwöre, ich rolle mich wieder als Embryo zusammen und sterbe. Ach, das wird nur wieder ein Reinfall, wie damals, als sie Oklahoma mit diesen idiotischen Masken gemacht haben. Das war im traditionell japanischen Nose-Style, zu ihrer Information. Oh. Und Lydia Plotke, die Times-Redakteurin, nannte es ungemein einfallsreich. Ja, also ich fand es ungemein steif. Ha. Und das von einem Mann, der glaubt, American Buffalo handelt vom American Buffalo. So heißt es auch. Nun, in den Worten von David Mamie, fuck you. Hey, was war das? Stop, time out. Oh, schalten Sie mal einen Gang zurück. Es tut mir leid. Akzeptiert. Und jetzt zu dem Stück der Kokon. Ich bin beeindruckt, was dieser Student geleistet hat. Aber ich muss mich fragen, wissen Sie, ist es angemessen für unser Publikum? Ja. Und zweitens, was sollen die Eltern denken? Richtig. Können wir sowas vor den Vorstand bringen? Entschuldigung, worum geht es hier eigentlich? Hallo? Haben Sie es gelesen? Was für eine Sprache? Was für eine Gewalt? Selbstverständlich. Werden wir das runterschrauben? Das versteht Nein. sich ja wohl von selbst. Wir können darüber reden. Ich meine, wir die können die ganzen doch Kosten nicht zu vergessen. Mit den verrückten Special Effects und die ganzen Kostüme. Plus einem Mädchen, das sich verwandelt in Ungeziefer. Was soll das? Wir sind nicht am Broadway. Das ist mir schmerzlich bewusst. Wir haben auch nur ein kleines Budget. Aber es geht hier um mehr als nur Geld. Es geht hier um die Kinder. Denken Sie daran, wie begeistert Sie von einem Stück wären, das einer von Ihnen geschrieben hat. Ihr Problem ist der Vorstand. Ihr Problem sind die Eltern. Warum setzen Sie nicht auf Jason Sherwood? Ein ehemaliger Schüler von uns, der zurückgekommen ist, um unsere nächste Generation zu inspirieren. Das ist eine tolle Story und ich denke, ich kenne mich mit tollen Stories ganz gut aus. Wir verdoppeln den normalen Ticketverkauf. Sie werden sehen, die Menschen aus Kingston verzehren sich nach was Neues. Und wenn es ums Geld geht, sage ich Ihnen was. Kommen wir nur einen Penny über das Budget, zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ich ganz allein. So sehr glaube ich an diese Story. Phil, was denkst du? Okay, alles klar. Eine Sekunde. Was ist mit dem Ende? Was soll damit sein? Oh, es ist düster. Düster? Trudy, ein junges Mädchen, das sich erhängt, mit einem Vater, der sich das Hirn aus dem Schädel bläst, das geht nicht auf einer Highschool-Bühne. Aber alles steht und fällt mit dem Ende. Das ist Poesie. Das ist Drama. Eher eine Anklage, die auf uns wartet. Das Ende müssen wir weglassen. Na gut. Wir lassen es weg. Was? Wie bitte? Lassen wir es weg. Lassen wir es unausgesprochen. Ja, es könnte die Spannung erhöhen. Ein offenes Ende zum Interpretieren. Klingt gut. Wäre Jason damit einverstanden? Ich bin sicher, das ist er, wie wir alle. Wir müssen flexibel sein, wenn es ums Theater geht. Ich will es schriftlich. Ach, hey, ich muss mit dem Vorsprechen am Freitag anfangen. Karl. Alle zusammentrommeln. Karl. So viel Arbeit, so wenig Zeit. Aber einmal inspiriert mich. Karl, wir können das Ende nicht weglassen. Unmöglich. Es würde alles ruinieren, zerstören. Psst, entspann dich. Nein, das werde ich nicht. Wie soll ich das Jason erklären? Ganz einfach. Gar nicht. Weil wir es aufführen werden. Keine Änderung? Nein, ich habe doch nur die Erlaubnis von den beiden da oben gebraucht. So funktioniert das Showbusiness. Tatsächlich? Immer weitermachen, komme was wolle. Glaub mir, wenn das Publikum nach der Zugabe schreit, wird sogar dieser Idiot von Direktor seinen Segen geben. Ach, wirklich? Ehrlich. Ich gebe dir mein Wort. Das ist ein Spiel, Linda. Und ich weiß, wie man es gewinnt. Oh mein Gott, du bist ja ganz nass. Ich bestell dir einen Kaffee zum Aufwärmen. Hey? Oh, nein, ich will keinen Kaffee. Ich, Magengeschwür. Oh, einen Kräutertee? Nein, wirklich, alles gut. Ich will wirklich nichts. Seit wann hast du das Geschwür? Seit New York eigentlich, seit dem Stück. Deshalb bin ich hier. Ah, ja, das Stück, richtig. Genau. Hier ist der Vertrag, also kein richtiger Vertrag, eher eine Einverständniserklärung vom Direktor. Es geht nur um die Einwilligung für die Highschool, denn es ist dein Stück.
Eine Unterschrift hier unten und schon geht's los. Ist alles in Ordnung? Ich will nicht unhöflich sein. Und ich weiß, Sie wollen nur helfen. Aber das ist nicht wirklich ein Highschool-Stück, wissen Sie? Ich verstehe dich gut. Und so sehr ich mir die Produktion wünsche, glauben Sie mir, ehrlich, besser gar nicht aufgeführt, als grottenschlecht inszeniert. Carl und ich denken genauso wie du. Ich glaube nicht, dass das klappt. Willst du, dass dein Vater gewinnt? Was? Ich bin nicht blöd, ich habe alles gelesen. Weißt du, woher das kommt? Dein Vater versteht dich nicht. Schön. Er unterstützt dich nicht. Schön. Das stimmt so nicht. Ja, finanziell gesehen, für dein Jurastudium. Er unterstützt dich aber nur dann, wenn du das tust, was er dir sagt. Zeig es ihm, Jason. Gib nicht auf. Vielleicht hat er ja recht. Du hast gerade ein Tief, das ist alles. Ja. Völlig normal, das passiert jedem Künstler mal. Aber wenn du einwilligst, wird alles gut. Ich verspreche es dir. Ich verkaufe gerade meine Seele. Ja, Herr Faust. Du gehörst mir. Sheila Nussbaum spielt die Rolle der Margaret, die grausame irische Stiefmutter. Du hast an deinem Charakter gearbeitet, richtig, Sheila? Ich treffe dich beim Pub der Grafton Street, du blöder Idiot! Will Traynor wird unser Dr. Tim Sherman, der alkoholkranke Vater. Yo. Fallon Hughes spielt unsere heroinsüchtige Mutter. Ariane, die spukende Mottenqueen. Und dann, zu guter Letzt, Hallie Anderson wird unsere Miss Jane Sherman, unser sensibler, unverstandener Engel. Hi. Und jetzt, Mr. Sherwood, darf ich Sie mit Stolz im Namen der gesamten Lehrervertretung der Kingston High School herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und sicher haben die Schüler auch ein paar Fragen an Sie. Wer möchte anfangen? Hallie. Dein Stück zeigt wirklich genau, wie man sich als Teenager fühlt. Wenn man nicht weiß, wo man hingehört und ob die anderen einen verstehen. Ich will natürlich so authentisch wie möglich auf der Bühne sein. Mich interessiert, was Jane als Person ausmacht. Wer hat dich inspiriert? Ja, also jede der Erfahrungen der Charaktere ist authentisch. Mhm. Ja, ich habe sozusagen alles durchlebt. Natürlich in verschiedenen Situationen meines Lebens. Es ist eine ganz persönliche Geschichte. Hat sonst noch jemand Fragen? Ja, auf Seite 52, als Tim den krassen Streit mit Jane hat. Glauben Sie wirklich, dass er sie schlagen würde? Ich meine, ist er nicht eher der Typ, der seine Gefühle total unterdrückt? Es wirkt nur so... So was? Ich weiß nicht. Banal. Also ehrlich, Will. Muss das jetzt sein? Ja. Entschuldigt mich. Oh mein Gott. Will, was ist los mit dir? Was habe ich getan? Weißt du, wie prädestiniert du bist, an diesem Stück mitzuwirken? Jason ist unser aller Gast. Wenn du ihn nicht mit dem nötigen Respekt behandelst, müssen wir wohl oder übel einen Ersatz für dich finden. Willst du das? Nein. Das habe ich mir gedacht. Hast du deine Pillen nicht geschluckt? Vergessen Sie es. Das war alles ein riesengroßer Fehler. Es tut mir so leid. Gar nicht... Es ist so... Ich lass mir doch nicht von dem Klugscheißer sagen, dass natürlich mein Stück scheiße nicht. Ist. Der weißt kann du, nicht er schaut nur, wie weit er gehen kann. Ich erlebe sowas jeden Tag. Ja, das gehört zu Ihrem Job. Ich muss nein. das hier nicht nein, machen. Nein, das musst du nicht. Du musst gar nichts. Wir freuen uns so, dass du hier bist. Alle sind so gespannt und lieben dein Stück. Nein, tun sie doch, nicht. Doch, tun sie. Sie lieben es und sie wären enttäuscht, wenn du gehen würdest. Na, wie heißt dieser Typ? Mr. Banal? Will? Was? Er ist doch nur eingeschüchtert von dir. Ach, komm. Er ist ein Kind. Ein ganz unsicheres Kind in Kingston, Pennsylvania. Und du bist das New Yorker Genie. Willst du es wirklich darauf ankommen lassen? Du solltest darüber stehen. Jason, dein Stück ist perfekt. Okay, tut mir leid, dass ich brauchst überreagiert habe. Es ist nein, nur, nein, nein, nein. Ich man weiß lässt gar nicht sich genau, wie ich mit Kritik umgehen soll. Aber das lohnt sich nein. einfach nicht, wegen so einem dummen Spruch.
Glaub mir, Jason. Ja, und sie sagt doch, was ich dann... Da sind wir. Gut. Ich denke, wir setzen uns alle wieder, okay? Das gerade eben tut mir leid. Will, richtig? Ja, hör zu, Mann. Es war scheiße, was ich da gesagt habe. Nein, das ist okay. Ich find's gut, dass wir drüber reden. Du hast recht. Tim ist verschlossen. Er hat gelernt, alles runterzuschlucken. Jedes Gefühl. Deshalb hasst er Jane so sehr, weil sie dafür steht, was er nicht kann. Sie ist weltoffen. Sie ist sehr gefühlsbetont, lässt allem freien Lauf. Also schlägt er sie, weil seine unterdrückte Wut über all die Jahre aus ihm herausbricht. Und wenn das passiert, entsprechend gespielt, ist es nicht mehr banal. Beantwortet das deine Frage? Ja. Danke. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wunderbar. Dann machen wir weiter. Wie ihr vielleicht wisst, war auch ich mal ein berühmter junger Schauspieler. Unglaublich, aber wahr. Es war 1983. Ich lebte im 5. Stock der Avenue C und wartete auf den großen Durchbruch. Eines Tages war ich zum Vorsprechen beim Theatergott höchstpersönlich, Mr. Stephen Sondheim. Und obwohl ich in dem Stück keine Rolle bekam, gab er mir seinen einzigartigen Schauspielersegen, nahm mich zur Seite und sagte zwei kleine Worte, die mein Leben veränderten. Mach weiter. Und ich machte weiter. Und so bin ich hierher gekommen, zu Kingston und zu jedem von euch. Und jetzt, wo wir alle diesen schweren und doch lohnenden Weg einschlagen, möchte ich an Mr. Sondheim erinnern und ihm meinen Segen zurückgeben. Und wenn unser junger Kameramann jetzt bitte loslegen würde. Leg los, Kautke. Bit by bit, putting it together. Piece by piece, only way to make a work of art. Every moment makes a contribution. Every little detail plays a part. Piece by piece, putting it together. Ich hasse den blutigen Tod! Ich glaube, es könnte ein Schuldein als das Engel sein. Halt den Mund, du dummes Gehör! Ich hasse dich so sehr wie den blutigen Tod! Mach es ein bisschen stärker. Halt deinen Mund, du dummes Gehör! Ich hasse dich so sehr wie den blutigen Tod! 50 Zentimeter. Jeden einzelnen Baum. Ja, sehr gut, ich auch. Sehr gut. Aber wenn das einer von Ihnen das vergisst, ja. Ist ja wirklich das Beste, was ich mir je vorstellen kann. Dein Mund, du dummes Gehör! Ich hasse dich so sehr wie den blutigen Tod! Carl, kann ich dich mal kurz sprechen? Mhm. Also mir ist aufgefallen, und Jason korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Margaret vielleicht einen Hauch bedrohlicher klingen würde, wenn sie etwas dezenter spielen würde. Ja, danke. Denkst du an Amanda in der Glasmenagerie? Sie dominiert ihre Kinder mit einer täuschenden Sanftmütigkeit. Zuckerbrot und Peitsche, ja? Ganz genau. Hm. Interessant. Versuchen wir es. Sheila, ich habe eine Idee. Das war ein guter Einwand. Halt deinen Mund, du dummes Gehör! Ich hasse dich so sehr wie den blutigen Tod! Jason? Oh, Scheiße. Ich fasse es einfach nicht. Wir reden besser draußen weiter. Los. Entschuldigen Sie, aber Sie können hier nicht einfach so reinplatzen. Wir proben hier. Entschuldigen Sie, ich rede mit meinem Sohn. Jetzt. Sofort. Nein, ich glaube, Sie verstehen nicht. Sinclair, schon okay. Machen Sie bitte ohne mich weiter. Bitte. Macht einfach weiter, Leute. Bin gleich zurück. Ihm wird doch nichts passieren. Bestimmt nicht. Aber jede Kunst entsteht durch Schmerz. Vergiss das nie. Ich unterstütze dich. Ich mache alles für dich. Was soll das verdammt nochmal? Dad, warum bist du hier? Du kommst einfach hierher und störst die Probe. Hör auf mein Leben. Damit. Ich bin alt genug, dein um zu Leben? Was meinst du mit deinem Leben? Gehst da nicht rein. Ihr fahr nach Hause. Fass mich nicht an. Du machst mir vor allem eine Szene. Was ist denn hier los? Das geht Sie wirklich gar nicht an. Das ist meine Schule. Wenn ich sehe, dass Sie sich schlecht benehmen, dann geht mich das was an. Machen Sie mal langsam. Nein, nein, Sie machen langsam. Vor zwei Wochen hat Ihr Sohn sich halb tot geschuftet. Jeder Vater wäre stolz darauf gewesen. Und jetzt? Jetzt tauchen Sie hier auf und machen was? Zeigen Sie auch nur ansatzweise stolz? Nein, Sie scheuchen ihn aus der Probe und bevormunden ihn. Miss Sinclair, bei allem Respekt, Sie haben
keine Ahnung, worum es hier geht. Ganz im Gegenteil, ich weiß genau, was hier los ist. Was redet sie da? Wovon spricht sie überhaupt? Ich kenne das Alpha-Tier. Sie können die meisten Menschen täuschen, aber mich täuschen Sie nicht. Ich höre mir das nicht länger an, okay? Das habe ich nicht nötig. Nein, ich bin im Krankenhaus. Nein, Sie sollten genau zuhören. Na schön, dann gehen Sie. Aber eins noch. Sie können uns nicht abhalten. Jason wird das Leben haben, das er verdient als Künstler. Schön. Oh, Jason. Ist nur mein Magengeschwür. Alles ganz harmlos. Alles klar. Okay. Lass uns wieder reingehen, in Ordnung? Lass uns einfach reingehen. Oh nein. Oh. Komm rein. Ich glaube, ich habe was da. Oh. Wo ist es nur? Wo habe ich es hingetan? Oh. Ich habe meine Tabletten zu Hause vergessen. Oh, ich habe es. Noch nicht abgelaufen. Okay. Das geht gleich wieder vorbei. Okay, hier bitte. Ich bin froh, dass ich noch was da hatte. Nein, ich meine, danke für Ihre Unterstützung. Das war ganz schön mutig von Ihnen. Weißt du was? Er ist ein Blödmann und irgendjemand musste ihm das mal sagen. Ja. Also, er ist so seit meiner Mutter. Jason. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ist okay. Er ist ein Arschloch. Ich weiß. Was war nur in sie gefahren? Wo blieb ihre Selbstkontrolle? Selbstverständlich kamen solche Dinge vor. In jedem literarischen Werk las man von wilden Affären. Und es war normal, dass Gefühle aufkochten, sich normalerweise aber auch wieder verflüchtigten. Sicherlich würde sie niemand für so eine nebensächliche Kleinigkeit verurteilen. So verstehst du das also? Linda, Liebes. Ich muss mit dir über etwas Heikles sprechen. Was ist los? Jason und ich haben uns unterhalten und wir sind uns einig, dass die Farbe der Mottenhöhle besser in dem lilafarbenen Stoff aussieht als in dem roten. Aber er liegt preislich leider etwas über unserem Budget. Ich hasse das, aber du hast ja gesagt... Wie viel? Wir sollten eine Gedenktafel für dich anbringen. Keine Sorge, Karl, das passt schon. Wenn ich einen Stock hätte, sähe ich ernst zu nehmen daraus. Hey, Miss Sinclair. Hi, Will. Hey, hast du mit Capiness über die Stoffe gesprochen? Ja. Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Kann ich dich vielleicht kurz alleine sprechen? Klar, sicher. Da drüben? Bitte entschuldige uns, okay. Will. Hier sind wir ungestört. Alles klar. Hm.
beide erwachsen. Und auch wenn manche Menschen mit Altersunterschied eine durchaus ernsthafte Beziehung führen, ja? Ich denke, es wäre besser, wenn sowas nicht nochmal passiert. Nicht, dass es falsch gewesen wäre. Nein, gar nicht. Und wegen der Aufführung, richtig. Wir müssen richtig. Wirklich professionell sein. Das Stück erfordert absolute Konzentration, ohne jegliche Störung oder Komplikation. Absolut, hundertprozentig. Und als der Autor musst du einen kühlen Kopf bewahren, also von jetzt an. Richtig, weil es um das Theater geht. Ja, genau, darum geht's. Es geht ums Theater. Ja, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Wir, bleiben aber Freunde. Oh, Jason, natürlich sind wir Freunde. Okay. Ich dachte nur einen Moment. Nein, du hast wirklich Wichtigeres zu tun, als darüber nachzudenken. Denk vielleicht lieber an unseren lieben Will und seine Grabesrede in Akt 2. Richtig, er verliert die Konzentration mittendrin. So ist es, das tut er. Du solltest jetzt einfach rausgehen und weiterarbeiten. Ja, also. Aber ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich, die sollst du kriegen. Danke. Jetzt aber ran. Ja. Nein, wir gehen jetzt. Entschuldigen Sie. Hi. Nur, dass Sie es wissen, oder fürs Protokoll. Ich bin nicht in die Schule gekommen wegen des Stückes. Ich war da, weil Jason mich angelogen hat. Dr. Schubert, ich habe keinerlei Interesse daran. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Dienstags und donnerstags hat er normalerweise seinen Jura-Vorbereitungskurs in Scranton. Er hat mir versichert, die Proben würden das auf gar keinen Fall beeinflussen. Und jetzt sehe ich, dass er geschwänzt hat, den kompletten Kurs. Und er lügt mich an. Oh, ich bitte Sie, das soll ich glauben? Ja, sehen Sie doch selbst. Das hat Emmy gestern gesteckt. Eine Stunde, bevor wir uns gesehen haben. Hi, Dad. Ich bin auf dem Weg zum Jurakurs. Es kann später werden heute Abend. Sie können es sehen, oder? Also, wenn er lügt, dann nur, weil Sie ihm nicht richtig zuhören. Wie soll er Ihnen etwas anvertrauen? Sie nehmen ihn nicht ernst. Ich nehme ihn nicht ernst? Sie zwingen Jason zu diesem Studium. Das ist einfach eine solche Vergeudung seines Talents. Ihn zwingen? Ich habe Jason noch nie zu etwas gezwungen. Das Jurastudium war ganz allein seine Idee. Sie haben ihn bestimmt angefleht. Das ist unglaublich. Wie heißt es? Sie glauben, Sie hätten mich durchschaut, hä? Ich kann doch sagen, was ich will. Ich bin für Sie immer das Riesenarschloch. Wissen Sie was? Fangen Sie damit an, Jason Respekt und die Freiheit zu geben, die er verdient. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, mit Ihnen zu reden. Das fänden Sie doch toll. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Ich sehe, haben Sie keine Ahnung von Kindern. Entschuldigung? Ich weiß alles über Kinder und habe meine Erfahrungen damit gemacht. Alles mein Fehler. Hey, ich tue wirklich das Beste für Jason. Offensichtlich ist das nicht genug. Das erzählen Sie Ihren Schülern, hm? Das ist kein Vergleich. Wissen Sie was? Sie sind ein Arschloch. Hä? Ich verstehe nicht. Ich sagte... Hallo? Hier ist Linda. Hast du kurz Zeit? Hey, Linda. Ich bin gerade deinem Vater begegnet und... Hi, Miss Sinclair. Wer ist das? Oh mein Gott. Hallie ist vorbeigekommen. Wir gehen den Text durch. Vorbeigekommen? Seid ihr in der Schule? Nein, bei mir. War irgendwie einfacher. Ist alles okay bei Ihnen? Oh, alles wunderbar. Tut mir leid, dass ich störe. Wir reden morgen. Alles klar, okay. Dann bis morgen. Bye, Miss Sinclair. Bye. Sollen wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Also, mit allem drum und dran sind es dann $433.52. Inbegriffen sind die Nebelmaschine und die etwas teurere Scheinwerferanlage. Karl, ist das wirklich alles nötig? Ist es, wenn du willst, dass die Magie des Stücks zum Tragen kommt. Aber wenn es dir reicht, den Kokon in fahrendes Licht zu tauchen, gehe ich in den Baumarkt und kaufe 2 Taschenlampen und einen Drehtisch. Beruhige dich, ich habe lediglich gefragt. Ach, entschuldige. So ist gut. Ganz langsam. Entspannter. Hallie macht das fantastisch, findest du nicht? Siehst du? Wunderbar. Mach doch die Haare nach hinten, sonst stört es. Hört auf! Ich glaube ihm nicht, dass er keine Zeit hatte zu korrigieren. Ich auch nicht. Ich glaube ihm kein Wort. Hallie? Kann ich dich kurz sprechen, bitte? Setz dich doch. Also, als erstes muss ich dir sagen, du machst das fantastisch in der Rolle der Jane. Oh, danke.
Danke. Ich übe sehr viel, aber ich liebe es. Ich weiß. Deshalb müssen wir uns unterhalten. Ich weiß, wie viel dir dieses Stück bedeutet und ich will nicht, dass es irgendwie gefährdet wird. Wow, was? Habe ich was gemacht? Nein, 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 nein. Alles bestens. Es ist nur... Nun... Es geht um Jason. Einigen unter uns ist ein Umgang mit Jason aufgefallen. Er wirkt ein klein wenig unangemessen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß, aber solche Schwingungen sind spürbar und die Leute neigen dazu zu reden. Mir doch egal. Ich weiß, aber sie tun's. Nun, habe ich das richtig verstanden, dass du Schauspielerin werden willst? Das stimmt doch. Darf ich dir einen Rat geben? Wenn du zum Vorsprechen gehst, wirst du auf viele Männer stoßen, einflussreiche Männer, die sich unter Umständen für mehr interessieren als nur dein Talent. Du bist eine sehr attraktive junge Frau und du könntest dazu verleitet werden, es auszunutzen. Eine Zeit lang kann sowas funktionieren, aber auf lange Sicht könntest du deine Würde verlieren und vielleicht finden sie dich schlampig. Ich weiß, das klingt sehr drastisch, aber im Endeffekt sorge ich mich um dich und will nur, dass du den nötigen Respekt bekommst. Als Frau nicht wegen deines Körpers, sondern wegen deinem Verstand. Und deshalb musst du dich fernhalten von Jason. Verstehst du, was ich meine? Es ist nur so furchtbar unfair. Männer haben es so leicht und wir Frauen... Ich weiß, es ist unfair, aber leider ist es die Welt, in der wir leben. Ich wünschte, es wäre anders. Du sprichst mir aus der Seele. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass Wunschdenken dich nicht weiterbringt. Die Welt zu verbessern ist ein großes Vorhaben, aber wir schaffen das. Wir Frauen müssen nur zusammenhalten. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Geh in die Mittagspause. Wir sehen uns auf der Probe. Ja. Bis dann. Okay. Und dieses Feuerwerk ist für $800 ein echtes Schnäppchen. Hey, damit wird nicht gespielt, Fellas. Sorry. Oh, Linda. Was soll ich sagen? Du bist die Mutter Teresa des Highschool-Theaters. Nur hübscher. Hör auf zu filmen. Hier. Oh, Helly, das glaube ich jetzt nicht. Oh, Linda, entspann dich. Sie ist eine Schülerin, Linda. Jason. Das ist abartig und einfach widerwärtig. Ich weiß. Nur zu dir. Ich habe so an dich geglaubt. Es tut mir leid. Nein, es ist zu spät. Das wird in deine Note einfließen. Linda, entspann dich. Nein, du kannst dein Empfehlungsschreiben vergessen. Was? Das können Sie nicht machen. Du lässt mir keine andere Wahl. Linda. Linda. Oh mein Gott, meine Eltern bringen mich um. Nein. Doch. Alles wird gut. Setz dich erst mal ganz ruhig. Ich kümmere mich darum. Linda. Was? Hey. Linda, können wir bitte darüber reden? Nein, ich brauche über gar nichts mehr zu reden. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wir haben gar nichts gemacht. Wie kannst du nur? Ich habe euch beim Rummachen erwischt und du leugnest das einfach. Sie hat angefangen. Ich kann nichts dafür. Das ist ja so selbstlos von dir. Du bist ein Vorbild für diese Kinder. Sie schauen zu dir auf, das schamlos auszunutzen. Das ist einfach unverzeihlich. Es tut mir leid. Ich dachte, die Aufführung wäre dir wichtig. Ich dachte, du arbeitest professionell, aber offensichtlich nicht. Denn das ist eine lachhafte Masche, Jason. Lachhaft. Das ist Schwachsinn. Wie bitte? Du bist eifersüchtig. Als wäre ich eifersüchtig auf die schmutzige kleine Nummer in der Umkleidekabine. Du stehst natürlich auf den Quickie in deinem Klassenzimmer. Ist es das, was du willst? Soll ich es dir demnächst in der Turnhalle besorgen? Widerlich. Oder was? Gott, was willst du eigentlich? Ich weiß du nicht. Du bist widerlich. Scheiße. Schlägt ihr mich mit diesem verdammten Ding? $1,837.64. Oh. Hallo? Streichen Sie mich von der verdammten Liste und lassen Sie mich in Ruhe! Cave of flesh, but he
Mackey. Benjamin Meyer. Ruhe, hier. Was ist los mit euch heute? Ruhe bitte. Oder es gibt Strafarbeiten, verstanden? Träume. Ich dachte an gigantische Betten mit Schneemännern in Pyjamas. Nein, nein, das ist eine furchtbare Idee. Ich muss Sie sprechen. Linda. Oh, okay, Johnny, lass uns morgen darüber reden. Aber es geht um Winterträume. Raus. Es ist etwas Schlimmes passiert. Ach was, die Leute reden zurzeit über nichts anderes als Sie und Mr. Shakespeares Doktorspiele. Weil Hallie Anderson scheußliche Lügen über mich verbreitet. Und ich habe sie dabei erwischt, wie sie Beleidigungen an meine Tür geschmiert hat. Warum sollte Harley das tun? Warum? Weil ich sie gestern im Umkleideraum beim Rummachen mit Jason Sherwood ertappt habe. Deshalb. Oh! Oh Gott! Oh, oh Gott. Gott! Warum hast du nichts gesagt? Ich habe sie gewarnt. Ich dachte ja, dass das reichen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass das so ausartet. Das ist typisch. Einer guten Lehrerin, die ihre Schüler permanent fördert, wird ein Messer in die Brust gerammt. Und er schnappt sich einfach unsere Schülerin. Den knöpfe ich mir persönlich vor. Wo ist Harley jetzt? Bei den Proben? Also, ich glaube, das, muss das denn wirklich jetzt sein, wenn alle dabei sind? Ich dachte, wir rufen Nein, sie einfach... wir erledigen diesen Schlamassel jetzt, bevor es noch schlimmer wird. Diese Gerüchte können ihren Ruf als Lehrerin nachhaltig zerstören. Auch Sie sind davor nicht gefallen. Es wäre wohl eher unklug, wenn ich mitkomme. Scheiß drauf, Linda. Diese Ratte hat versucht, dich fertig zu machen. Jetzt wirst du in die Augen schauen und ihr mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Du! Und du, herkommen, sofort. Sie auch, Karl. Jetzt mal Klartext. Was ist jetzt schon wieder, Phil? Wir sind gerade am Proben. Ja, die Probe muss warten. Scheint so, als ob Romeo und Julia hier auch nach den Proben die Hände nicht voneinander lassen können, ne? Wovon sprechen Sie eigentlich? Und als Sahnehäubchen verbreitet die reizende Julia noch ein paar zuckersüße Lügen über unsere beste Lehrerin. Das sind keine Lügen. Sie ist eifersüchtig, weil er jetzt mich will. Also gibst es zu. Also, Harley, wirklich. Es stimmt. Sie hat ihn verführt. Das weiß doch jeder. Okay, das reicht, junge Dame. Du schaufelst gerade dein eigenes Grab. Wo gehst du hin, Harry? Du kommst sofort wieder zurück. Harry! Hey, was soll das ganze Theater? Oh, Mann. Trainer, was zum Teufel soll das denn? Gütiger Gott. Das ist für meinen Selbstmord am Schluss. Nein, mein Lieber, so war das nicht ausgemacht. Hey, wir hatten eine Vereinbarung. Was? Entschuldigung, was? Welche Vereinbarung? Ich kann das erklären. Spiel jetzt nicht den unwissenden Romeo. Du weißt doch genau, dass dein Ende gestrichen ist. Was? Was? Ich bin etwas verwirrt. Warum wird dieses Ende überhaupt gebraucht? Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Kann? Hä? Wollen Sie gefeuert werden? Sie verstehen das völlig falsch, Phil. Wie immer. Es ist lediglich ein Experiment. Ja, ich wollte, dass die Schüler einen Eindruck bekommen, was das Tragische an diesem ganzen Stück ist. Aber ich hatte nie vor, dieses Ende aufzuführen, nachdem jeder von uns zugestimmt hat. Karl, was zur Hölle? Warum soll mein Ende gestrichen werden? Davon war nie die Rede. Aber das war doch von Anfang an klar. Das hat dir doch eigentlich Linda bei der Vertragsunterzeichnung erklärt. Karl, nein! Du wusstest das? Karl, nein! Du wusstest das? Nein, nein, das... Du hast doch den Vertrag gelesen, oder? Sie hat mich gezwungen zu unterschreiben. Ich wusste nicht, was da drin steht. Nein. Du hast nie gesagt, dass das Ende gestrichen wird, weil du wusstest, dass ich dann nicht mitmachen nein, würde. Nein, nein, nein. Linda, ist das wahr? Nein, nein. Ist das wahr? Ist das wahr? Ja, aber ich kann es erklären, weil es kompliziert ist. Auf die schmutzige kleine Nummer in der Umkleidekabine. Du stehst natürlich auf den Quickie in deinem Klassenzimmer. Ist es das, was du willst? Soll ich dir demnächst in der Turnhalle besorgen? Widerlich. Oder was, Gott, was willst du eigentlich? Ich weiß nicht. Du bist widerlich. Oh, wow. Ups. Ich sagte doch, eine verlorene alte Hure. Sie ist, Linda, du bist gefeuert. Ja, lauf nur weg. Du hast mich verstanden. Du bist gefeuert, Linda! Ja, wer von uns beiden ist billig? Hey, Linda! Linda! Lass mich in Ruhe! Bleib sofort stehen! Wie konntest du mich so anlügen? Ich hab dir vertraut! Und du lügst mir einfach so ins Gesicht! Ich bin nicht der Erste! Ich hasse diese verdammte Schule! Oh Mann!
Ma'am, Sie hatten einen Unfall. Sie sind im Krankenhaus. Oh Gott. Nein, alles wird gut. Nein, wird es nicht. Doch, vertrauen Sie mir, versprochen. Oh, hi, Dr. Sherwood. Oh nein, nein, nicht der. Einen anderen. Ich will einen anderen Arzt, bitte. Schätzchen, hier ist niemand anders. Es sei denn, Sie möchten stundenlang warten. Ich warte, ich kann warten. Nein, bitte, ich denke, bitte. Können Sie uns allein lassen? Oh, natürlich. Ich fürchte, sie steht unter Schock. Ja. Keine Angst, Sie sind in guten Händen. Das ist peinlich. Hier steht, Sie hätten einen Autounfall, nachdem Sie sich Pfefferspray ins Auge gerieben haben. Wow. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Nein? Und Brechreiz? Nein. Nackenschmerzen? Ja. Wo? Hier oben? Mhm. Tut das weh? Ja. Wie ist er auf einer Skala von 1 bis 10? Weiß nicht. 3, 5. Was soll die Frage überhaupt? Keine Ahnung. Es ist mein Job, Sie das zu fragen. Okay, dann wollen wir mal schauen. Okay. Das wird etwas ziepen. Ja, das ist halb so wild. Muss nur desinfiziert werden. Sie haben wirklich Glück gehabt. Das braucht nicht mal genäht zu werden. Nehmen Sie das. Bitte. Lassen Sie es einfach raus. Können Sie nicht verschwinden? Hören Sie, Sie haben ein psychisches Trauma erlitten. Es ist ganz normal, dass Sie... Oh, bitte, bitte. Diese Art von Gefühlsausbrüchen kommt sehr häufig vor. Hören Sie auf, seien Sie nicht so nett zu mir. Sie hassen mich. Ich weiß, dass Sie mich hassen. Ich hasse Sie nicht, Miss Sinclair. Hören Sie, ich weiß, wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Das weiß ich. Aber... Wissen Sie, ehrlich gesagt, ich weiß es zu schätzen, was Sie alles für meinen Sohn getan haben. Oh Gott! Oh. Und ich kann Ihnen offen sagen, Sie bedeuten ihm wirklich viel. Was? Was mache ich denn falsch? Ich hatte es. Sex mit ihrem Sohn. Was? Sie haben richtig gehört. Wie lang? Wie lang geht das zwischen Ihnen? Sind Sie ein Paar? Nein, es war einmalig. Wann ist das passiert? Reicht Ihnen das noch nicht? Nein, nein, das reicht nicht. Das wird erst, wenn... Was ist mit Ihnen los? Was bilden Sie sich ein? Sie laufen rum und vergreifen sich an Ihren Schülern. Ich will davon nichts mehr hören. Sie haben damit angefangen. Nein, haben Sie nichts Wichtigeres zu tun? Müssen Sie nicht ein Leben retten oder sowas? Ich schicke jemanden, der bringt Sie zum Orthopäden. Ma'am, Ihre Karte ist gesperrt. Mhm. Okay, versuchen Sie es damit. Können Sie mir ein Taxi rufen? Jason, okay, beruhige dich. Jason, das verstehe ich. Warten Sie, Sie müssen umdrehen. Drehen Sie um, schnell, schnell. Nein, es tut mir leid. Ich rufe dich gleich zurück. Alles okay, es geht schon. Mike, ich kümmere mich darum. Danke. Nein, ich warte drin. Nein, ich muss mit Ihnen sprechen. Nimm den Rollstuhl bitte mit. Wie geht's dem Nacken? Na, sagen Sie ruhig, was Sie von mir halten. Stimmt es? Haben Sie wegen der Aufführung gelogen? Ja, hab ich. Ich glaub's nicht. Was sind Sie eigentlich für eine Lehrerin?
Mir erzählen Sie den ganzen Mutter-Theresa-Scheiß? Und was machen Sie? Sie verführen meinen Sohn. Was ist los mit Ihnen? Okay, ich hab's kapiert. Ich bin abartig, eine abartige Person. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, solange Sie mir nicht sagen, wie Sie es wieder gut machen wollen. Ich bin gefeuert worden. Reicht das nicht? Was ist mit der Aufführung? Ach, wen interessiert's mich schon? Mich zum Beispiel. Ich sorge mich darum, genau wie um meinen Sohn. Ja, jetzt auf einmal. Super, jetzt, wo es zu spät ist. Was? Es ist Ihre Schuld. Ohne Sie wäre es gar nicht so weit gekommen. Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Er hätte das alles nie geschrieben, wären Sie nicht so ein scheußlicher, alkoholkranker Idiot, der nach dem Tod seiner Frau auch noch seinen Sohn vernachlässigt. Oh mein Gott. Ach, darum geht es also. Sie glauben das alles. Ach, tun Sie doch nicht so. Nein, ich trinke nicht, nur zu Ihrer Information. Seit meinem Studium rühre ich nichts mehr an. Und Jasons Mutter ist nicht tot. Wir sind geschieden. Sie lebt oben in Teaneck. Sie hat einen neuen Mann. Er sagte, er hat alles selbst erlebt? Oh, ja. Wenn Jason das sagt, dann muss es ja stimmen. Wahrscheinlich gab es noch nie einen Autoren, der sich nur etwas ausdenkt. In Ordnung, hören Sie auf. Glauben Sie auch, dass er sich in ein Monster verwandelt? Okay, es reicht. Sicher? Denn für eine studierte Lehrerin wirken Sie ziemlich naiv auf mich. Haben Sie wegen diesen ganzen Geschichten die Realität mit Ihren Büchern verwechselt? Haben Sie deshalb mit meinem Sohn geschlafen? Hm? Dachten Sie, er wäre Goethe oder was? Sie haben keine Ahnung. Sie kennen mich überhaupt nicht. Oh. Jetzt wissen Sie, wie es sich anfühlt. Marilyn Avenue. Hey, Sie können nicht immer davonlaufen. Und wie ich kann. Hi, hier ist Linda. Hinterlass eine Nachricht. Linda, hier ist Karl. Ich weiß, ich habe mich unmöglich benommen. Du hast mir das Recht, sauer zu sein, aber ruf mich bitte an. Es geht in das Stück. Hi, hier ist Linda. Hinterlasst eine Nachricht. Linda, ich flehe dich an. Ich schwöre, ich werde von jetzt an immer ehrlich zu dir sein. Ich verrate dir sogar mein größtes Geheimnis. Etwas, das niemand von mir weiß. Mein Vorsprechen bei Sondheim. Ich habe gelogen. Ich hatte das Vorsprechen, aber sobald ich hineinkam... Und er dort saß, wie er geguckt hat, mit seinen genialen Augen auf mich herabblickte. Ich konnte einfach nicht mehr atmen. Ich dachte, ich sterbe. Vor meinem Blackout sah ich den Blick von Beschämung in Sondheims Gesicht. Und die Stimme des Intendanten, der sagte, ich glaube, er heißt Capenis. Das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. So, jetzt weißt du es. Ich habe meine Hosen vor dir runtergelassen. Bitte komm zurück. Wir brauchen dich. Linda, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ich kann nicht mehr. Ein Nervenzusammenbruch. Hörst du? Es hat einen Unfall gegeben. Karl ist im Krankenhaus. Was? Was ist passiert? Er ist während der Proben umgekippt. Die Schüler haben den Notarzt gerufen. Sie standen völlig neben sich. Oh mein Gott, wie geht es Ihnen? Also, es war kein Herzinfarkt. Gott sei Dank. Sie glauben Stress. Stress. Aber er kann auf keinen Fall weitermachen. Und es bleibt uns nicht mehr viel Zeit bis zur Premiere. Es gibt noch so viel zu tun. Und wir haben schon $18.000 im Vorverkauf eingenommen. Wir brauchen das Geld. Jemand muss uns unterstützen. Ja, fragen Sie Jason. Oh, hahaha, das hab ich. Und er verweigert die Hilfe ohne die Übernahme des ursprünglichen Endes. Und nein, das geht nicht. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Nein, Trudy, nein, vergiss es. Ich werde es nicht machen. Ich weiß, es ist nicht ideal. Ideal? Ihr habt mich entlassen. Nicht offiziell, noch nicht. Und wenn Sie uns jetzt helfen, dann brauchen wir auch nur eine kleine formale Abmahnung. Okay. 2 Wochen Sperre, aber nur... Nein, ich kann es nicht machen. Ich kann nicht. Es war Ihre Idee... Wollen Sie wirklich alle im Stich und für Ihre Fehler bezahlen lassen? Wir brauchen Sie. Die Kinder brauchen Sie. Seien Sie einfach stark und verantwortungsvoll. Und wenn Sie das nicht können, dann ist das wirklich nicht der richtige Job für Sie. Ich werde darüber nachdenken. Okay. Ich erwarte Sie dort um 3. Okay, das ist die letzte Chance, die Sie kriegen. Hey, Miss Sinclair, ich will es Ihnen auf dem
meinem Schreibtisch besorgen. Mutter, oh meine liebste Mutter, wie konntest du... Nein, komm schon, lauter, das geht noch lauter. Auch die letzten Reihen müssen dich hören. Los, lauter. Mutter, oh meine liebste Mutter, wie konntest du mich von diesem Schicksal überlassen? Endlich. Hört mal zu, Leute. Miss Sinclair wird ab jetzt mit euch weiterproben. Aber ihr wisst Bescheid, ich sitze hier in der ersten Reihe. Also keine dummen Sprüche, okay? Ist das klar? Ja, wird's gemacht. Kann mir jemand sagen, wo wir sind? Wir proben das neue Ende. Das neue Ende? Ja, Karl hat es geschrieben. Es wurde gerade geprobt, als er zusammengebrochen ist. Das war Karl? Ja, und solange sich niemand umbringt, soll es mir recht sein. Okay, lass uns probieren. Fang an. Keine besonderen Vorlieben? Du bist verzweifelt. Du bist zu Tode verzweifelt. Mutter, oh liebste Mutter, wie konntest du mich nur diesem Schicksal überlassen? Okay, Hallie. Ein Vater, der mich nie liebte, in einer Welt, die ich so hasse. Genug jetzt. Oh Gott, ich will sterben! Nein, meine Liebe, du sollst leben, leben! Hört auf, alle beide! Nehmt es bitte ernst. Warum? Es nervt. Das Ende nervt. Ich meine, meine Großeltern kommen aus Tucson und sehen das. Was hat das mit Jasons Stück zu tun? Das ist scheiße. Hey, Ausdruck. Wo ist Jason? Wir wollen Jason zurück. Nicht Sie, Sie Schlampe. Okay, das war's. Eine Woche nachsitzen, Miss Anderson. Ich habe nichts zu bieten außer meiner eigenen Hilflosigkeit. Jack Kerouac. Ja, ich komme. Nein? Jason, bitte lass mich rein. Ich werde hier so lange stehen, bis wir reden. Kann ich reinkommen? Ja. Bekomme ich ein Glas Wasser? Du musst uns einen Gefallen tun. Ist das ein Scherz? Schreib uns bitte ein neues Ende. Nein. 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 Was denkt ihr euch? Jason, bitte. Wofür? Damit es witzig wird? Süß und nett? Das ist nicht meine Story. Ich verstehe das, aber ich bin völlig machtlos. Hey, warum nicht ein Ende wie bei Tod eines Handlungsreisenden? Muss er denn wirklich sterben? Das bringt uns jetzt nicht weiter. Ja, weil alles scheiße ist. Alles ist verkackt und du bist dran schuld. Ich will mich umbringen. Das ist keine Lösung, Jason. Und du weißt wie immer alles. Ich meine, wer bist du überhaupt? Du bist eine einsame alte Frau, die ihren Kick im Englischunterricht sucht. Glaubst du ernsthaft, du könntest was bewegen, wenn du ihnen Emerson vorliest? Du bist lachhaft. Die brauchen dich nicht. Sobald sie ihren Abschluss haben, vergessen sie dich. Ja, also, ich habe mal darüber nachgedacht und ich habe festgestellt, dass beim Lesen deines Skriptes mit deinem Ende irgendetwas nicht stimmt. Und ich finde, dein Ende ist scheiße. Was? Alle bringen sich um? Das? Das ist die Lösung? Oh, Jason, ich bitte dich. Was soll das? Du hast gesagt, du liebst das Ende. Oder war das auch gelogen? Wie das so ist, ich mache auch Fehler, wie du weißt. Ist auch egal. Ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, manchmal bringt es nichts, davonzulaufen oder Jura zu studieren oder sich einfach umzubringen. Denn manchmal muss man die Dinge im Leben durchziehen. Du kannst mich mal! Kannst du es nicht versuchen? Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass es anders ausgeht? Ein anderes Ende, wo niemand sterben muss? Nein!
Verpiss dich! Neues Ende. Jane, Mutter, bist du das? Beruhige dich. Nein, nein, ich kann das nicht. Ich kann meinen Text natürlich gar nicht mehr. Kannst du deinen Text. Mach es genau wie die ganze Zeit bei den Proben und es wird atemberaubend. Ich weiß, dass du es kannst. Okay? Danke. Alles klar? Ja. Alles klar. Also noch genau 5 Minuten. Noch 5 Minuten, ihr Lieben. Ihr habt so hart gearbeitet und jetzt ist es soweit. Ihr macht das toll. Und ihr könnt alle mächtig stolz auf euch sein. Ich weiß, ihr habt... Hallo, meine Kinder danach. Oh, hier bin ich. Oh, Mr. Cappiness, Sie sind da. Nichts und niemand konnte mich abhalten. Oh, meine liebe Linda, ich bin dir so dankbar für die Hilfe und dein Verständnis. Kein Problem. Wie geht es dir? Viel besser, danke. Völlig erholt. Dank der Medikamente. Und bereit für jede Schandtat. Also, ich denke, alles ist unter Kontrolle. Alle waren die letzte Woche sehr fleißig. Oh, keine Angst. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Jetzt entspannst du dich. Setz dich und genieß die Show. Kinder! Los geht's! Der Kreis der Liebe und des Zusammenhalts? Der Kreis der Liebe und des Zusammenhalts. Meine zukünftigen Preisträger, lasst uns alle tief ein- und ausatmen. Fokussiert euch. Und wie Meryl Streep einst zu mir sagte, als wir Shakespeare zusammenspielten, rede laut. Nächstes Jahr spielen wir aber wieder unsere Stadt. Oh. Warum bist du nicht im Krankenhaus? Ich bin zu nervös. Nein, nicht weiß. Rot. Es waren Rotrosen. Das ist ein gutes Omen, da bin ich sicher. Nein, Jane. Sie hat uns verlassen. Sie starb heute Morgen. Ich verstehe das nicht. Du hast gesagt, ihr geht es besser. Du hast gesagt... Sie ist tot. Nein. Nein! Es tut mir leid. Es kam ganz plötzlich. Sie ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Aber ich wollte mich noch verabschieden. Du hast gesagt, ich kann sie noch mal sehen. Warum hast du mich nicht angerufen? Es hätte nichts geändert. Ich hätte ihr beistehen können, sagen, dass ich sie liebe und ihre Hand halten könnte. Jane, reiß dich zusammen. Ich muss mich um die Beerdigung kümmern.
Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Ich habe meine Mutter nie gekannt, aber sie war wunderschön, bevor sie krank wurde. Sie liebte helle und farbenfrohe Kleider. Ich gebe dir ihre Lieblingsfarben. Grün für ihre Flügel. Grün mit goldenen Tupfen. So wie ihre Augen. Was soll das ganze Theater? Freut mich, ich bin Margaret. Hast du verstanden? Ich sagte, geh zur Seite. Verdammt nochmal, Jane! Das bin ich nicht. Hör mir zu! Geh weg! Du hast alles zerstört, mein ganzes Leben! Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte rückgängig machen, was passiert ist, aber es ist zu spät. Bitte, Jane, ich bitte dich um eine letzte Chance. Es ist noch nicht zu spät. Ich weiß, dass du davonlaufen willst, mich bestrafen willst. Wahrscheinlich habe ich es verdient. Er ist besser als ich. Du hast es verdient. Du bist das Monster, nicht ich. Ich weiß. Ich weiß, das bin ich. Was das soll tut das? Mir so leid. Du musst einsehen, was du getan hast. Du kannst es nicht rückgängig machen. Verstehst du, was ich sage? Hörst du mir überhaupt zu? Auch wenn es bis nach New York niemanden interessiert, du hast alles zerstört. Es ist nicht zerstört, es ist dein Stück. Du hast die komplette Story versaut. Jason, versteh doch bitte. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte und es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich will nicht, dass du meinetwegen auf deinen Erfolg verzichtest. Sinclair? Gute Arbeit. Danke. Ja.
Mein Verhalten tut mir übrigens leid. Oh, nein, vergessen wir es einfach. Ich war auch nicht besser. Nein, wirklich. Ich hätte nicht alles glauben sollen. Das war lächerlich. Und es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Dankeschön. Es stimmt eigentlich. Also fast. Wegen der Aufführung. Ich war nie der beste Vater. Immer unterwegs. Wollte, dass er alles tat, was ich für richtig hielt. Sie haben ihr Bestes getan. Ich hatte ein paar verrückte Frauen, aber keine war Ihren. Kreative Findungsphase, schätze ich. Wie dem auch sei. Wir lernen aus unseren Fehlern. Ach, ja, das tun wir. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön. Und so kehrte Linda in ihr altes Leben zurück. Sie entdeckte neue, moderne Lehrmethoden. Habe ich eine Überraschung für euch. Lasst uns alle eine kleine, kreative Aufgabe ausprobieren. Ich bitte euch alle um ein neues Ende für die Geschichte der zwei Städte. Das kann alles sein, was ihr wollt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Sie traf gelegentlich Dr. Sherwood. Doch ihr Anstand verlangte es, die nötige Distanz zu wahren. Vor dem Vater des jungen Mannes, mit dem sie so in Ungnade gefallen war. Das ist eine tolle Biografie. Ich habe sie zu Hause, falls Sie Interesse haben. Mögen Sie ihn? Conan Doyle? Natürlich. Ich auch. Schon als kleines Kind. Und ganz plötzlich veränderte sich etwas. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Hey, hätten Sie Lust auf einen Kaffee oder Tee? Normalerweise hätte sie abgelehnt. Okay, warum nicht? Aber jetzt sprachen die beiden ganz offen miteinander. Sie war total verrückt. Als ich mal nicht da war, ging sie auf den Flohmarkt und verkaufte dort meine ganze Sammlung Ellery Quinn. Erstausgaben. Oh nein. Ja. Da wurde mir klar, dass es vorbei war. Ja. Sie sprachen nicht über den Jungen. Jason geht es richtig gut. Wirklich? Ja. Ja, er sitzt gerade an etwas Neuem. Und gibt Unterricht an einem Kindertheater in New Jersey. Entweder man sieht sie oder man sieht sie nicht. Die Bezüge zu Kafka. Im ersten Akt, ich meine, das ist doch ganz offensichtlich, sehr. Oder nicht? Können wir offen miteinander reden? Ja, können und wir. Und jetzt würde es kommen. Die ganze Zeit, die wir hier rumlaufen, denke ich daran, naja, dass sie Sex mit meinem Sohn hatten. Hören Sie, ich verstehe, dass es einer dieser Momente war, der wie so oft... was ich sagen will, ist, ich finde sie wirklich toll. Was? Ja. Und wenn sie nichts einzuwenden haben, also wenn sie auch mögen, Walter Mosley spricht über Wilkes nächste Woche. Und wenn sie vielleicht... Linda Sinclair, was machst du da? Du gehörst nach Hause. Alleine. Die Welt da draußen ist nichts für dich. Sie ist böse. Böse und heimtückisch. Linda. Hi, Linda. Hi. Linda. Du siehst toll aus. Danke. Kannst du losgehen? Ja, von mir aus. Linda, kannst du mich hören? Sei nicht dumm!